Ja Leute, herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr seid heute gut versorgt. Ihr habt euch Chips geholt. Ihr habt euch was zu trinken geholt. Denn heute geht es zum ersten richtigen Topspiel in der MSV Arena gegen den FC St. Pauli. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr seid gut versorgt. Und jetzt wollen wir uns erstmal hier um die Mannschaft kümmern. Ja, Pauli ist gut drauf. Ja, das absolute Topspiel steigt beim MSV Duisburg. Im Hinspiel hat uns Schindler im Alleingang den Zahn gezogen. So, und oh nee, ich sehe es gerade. Pannewitz fehlt mit Gelbsperre. Scheiße. In so einem wichtigen Spiel fehlt uns der Pannewitz. Können wir nur mit Erfahrung austauschen. Bringen wir Bajic rein. Setzen Daniel Reich auf die Bank. Weil ich mir zwischen gestern und heute überlegt habe. Daniel Reich, ja? So. Vergleich mit. Ja? Ich will mal kurz was zeigen, ja? Weil ich habe echt mal überlegt, ne? So. Wo haben wir ihn? Müsste ich nur finden. Wo ist er denn? Da, so. Mit Markus Bollmann, ja? Deine Reiche ist in 8 Fähigkeiten besser, aber Bollmann in 24, ja? Heißt ja eigentlich, dass Bollmann hier der bessere Verteidiger ist. Will ich auch gar nicht abstreiten, aber Reiche, ja? Geh nur mal aufs Alter, ja? Ist der Jüngere, ne? Deswegen bin ich total unentschlossen, wen man abgeben sollte. Ich möchte einen von beiden abgeben. Und wen könnte man abgeben, ja? Ich persönlich tendiere auf Bollmann, weil der nicht mehr der Entwicklungsfähigere ist. Ja, also ich würde das gerne euch überlassen und ich hoffe, ihr schreibt dann auch mal was rein. Wenn wir jetzt noch die Fähigkeiten gehen, klar, Bollmann, ja? Also ich bin echt noch total unentschlossen. Ich dachte eigentlich Reich habe, aber dass wir den behalten, aber nicht behalten, aber ich bin unentschlossen. Also wie gesagt, schreibt mir das mal in die Kommentare. Jetzt ist aber gut, jetzt vergleiche, jetzt schweifen wir von dem Topspiel ab. Ihr habt da Chips und Kauder jetzt Güss drauf rum, weil das total langweilig ist. Ja, so wie gesagt, in der Innenverteidigung haben wir Hoffmann, Bajic. So, auf dem rechten Verteidiger stelle ich heute um. Und zwar Beberovic. So, den Kern hole ich mir auf die Bank. So, den Linksverteidiger lassen wir jetzt mit Kevin Wolze spielen. Defensiv bleibt Schukalo und die Offensive bleibt unverändert, ja? Es ist gut so. Das ist richtig gut so. Die Offensive gefällt mir mit Adlung, Bosinski, Domczyski, Jaworski, Baljak. Ich vertraue auf dieses Team. Und hoffe, dass es mich nicht enttäuscht. So, Karim macht natürlich auch auf die Bahn, ganz klar. Für Reiche. Oh Mann, ey. Naja, egal. So. Duisburg gegen St. Pauli. Ein richtiges Topspiel. Los geht es mit dem Topspiel Duisburg gegen St. Pauli. Von Anfang an Konzentration. Hoffmann ist mit einer Unsportlichkeit direkt mal anwesend. Die Spannung ist bei mir auch am Höhepunkt. Durch den Sieg gegen St. Pauli affengeil, ey. Aber Pauli ist stark. Wir wissen auch, dass wir ihn verlieren können. Und da war die erste Möglichkeit für den Club vom Millerntor.
Und wieder ist ein Pauli da. Und wieder ist ein Pauli da. Und jetzt könnte die Riesenchance da sein. Aber es bleibt beim 0 zu 0. Lasse Sobi kommt zu Kopfball. Die Lage vom BVB kann den Ball nicht richtig drücken. Erstmal hinten dicht. Das wäre vielleicht das Beste. Das mache ich eigentlich selten. Aber mir ist erstmal wichtig, dass wir heute hier defensiv sehr, sehr gut stehen. Und jetzt sind schon beide Innenverteidiger vorbelastet. Das ist nicht sonderlich gut. Aber ich hoffe, dass die sich jetzt nichts weiter erlauben werden. Also wir sind heute relativ harmlos, denn hier steht, dort könnte theoretisch bei dieser Angriffsreihe ein Nest bauen, diese wunderschöne Taube auf dem Tor von Schauner. Ja. Vierteste Minute. Mal ein Schuss von Domuchiski. Mal ein Schüsschen und jetzt ist Pauli mit der Aktion da. Ebbers steht im Abseits. Ich könnte mir überlegen zu wechseln, denn hier stimmt so einiges nicht. Und jetzt ist Pauli da. Bitte nicht den Gegentreffer. Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt. Wenn wir zu plus 2, 5 ab. Wir wollen hier mit dem 0-0 in die Pause gehen. Gut, 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 gut. 0-0 schon mal zur Pause. Mir gefällt das aber nicht. Ich würde gerne Jasula bringen. Hätte gerne aber noch einen zweiten Wechsel, und zwar Jula für Baljak. So. Ansprache, das Team nochmal kitzeln. Motivieren, das ganze Team einfach. Ah, jetzt loben, das ist wichtig. Team motivieren für die zweite Halbzeit. Sie wissen ja, wenn sie hier was holen, dann ist auch ganz nach oben noch alles drin. Aber soweit sind wir noch nicht. Natürlich kann es auch mit einer Niederlage noch Chancen nach oben geben, aber dann ist es schon weg. Niederlage wäre auch nicht so ganz günstig, aber immerhin jetzt mal eine Chance, ne? Ich würde sagen, bei der Niederlage geht eine Welt nicht unter, denn Pauli ist schon eine starke, starke Truppe. Aber noch steht es ja 0-0. Und ich hoffe, wenn was passiert, dann zu unseren Gunsten. So. Halbe Stunde noch Wolze nach absichtlichem Handspiel. Gewiss taktisch was verhindert. Kann man ja machen. Pauli jetzt mit der riesen Chance. Ecke für Pauli. Jetzt aufpassen. Jetzt aufpassen. Das ist die Ecke für Pauli. Die kommt sehr, sehr gut. Aber wieder Eckball. Leute, klärt den Ball nicht, dass hier jetzt gleich ein Tor fällt. Pauli mit der Ecke. Oh, die ist jetzt endgültig bereinigt. Von Florian Frommlowitz. Und Daniel Adlung, der geht mir um Zahnfleisch. Letzter Wechsel für die halbe Stunde. Plerzikas auf links. Unser Winterneuzugang Daniel Adlung. Da ist die Chance für uns, aber kein Tor. Kein Tor. Weiterhin 0 zu 0 in diesem Spitzenspiel. Das ist es auf jeden Fall. Elfmeter in Duisburg, für wen? Für uns! Für uns! Sobik stößt der Roschko, mein völlig unnötig voll. Jula, bitte unsere Hackfresse. Anlauf! Ja! Ja! 1 zu 0 für uns! Jula mit dem 1 zu 0! Geil! Ja! Hammergeschichte! Jula mit dem 8. Treffer in dieser Saison, den wir abgeben wollen. Und jetzt haben wir hier Blut geleckt. Jetzt sind wir auf einmal da. Auf einmal sind wir dran. 20 Minuten noch. Pauli wechselt natürlich jetzt offensiver. Ganz, ganz klar. Jetzt wollen sie natürlich den Punkt mitnehmen. Auf den Sieg spielen, das wäre katastrophal. Das können sie auch nicht mehr. Wir führen nämlich 1-0. Irgendwie logisch. Hinten dicht. Viertelstunde noch hinten dicht. Pauli kommt. Klärt. Gut, 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 gut. Weiter, weiter, Leute. Das ist gut so. Konzentration. 10 Minuten haben wir hier noch auf der Uhr.
Wir nähern uns einer ganz riesigen Sensation, womit ich selber nicht gerechnet hätte, aber es wäre grandios, mit einem 1:0-Sieg hier den Platz zu verlassen. Nein, Pauli kommt, Pauli kommt, Pauli kommt. Nein, nein, nein. Uff. Wieder Pauli. Nein, oh, wieder geklärt. Wunderbar, Schukalo. Macht ein gutes Spiel. Eine Minute Nachspielzeit, dann ist es durch. Ja! Scheiße, Mann! Geil! 1:0 Sieg über St. Pauli! Ja! Así você me mata. Ay, se te pego. Ja, geil! Ist das geil? Wir gucken in die Statistiken. Así você me mata. 5:2 Schüsse für uns, 3:0 aufs Tor. Die Chance von Pauli gingen dann eher neben das Tor. Ist das geil. Und wir gehen in die Ergebnisse rein. Und wir sehen. 43 Zähler mit 18:60 gleichgezogen. Die unterliegt 1:0 der Fortuna aus Düsseldorf. Eintracht Frankfurt gewinnt das Stadtderby gegen FSV mit 3:0. Wir sind dran, liebe Freunde. Wir sind dran. Wir sind richtig nah dran. Die Stimmen. Frisch geschnittener Rasen, als Kind war das immer das Größte, bedeutete Freiheit, Glück. Wenn ich heute auf dem Rasen liege, fühle ich dasselbe. Emil Jula. Sollte man vielleicht nochmal überdenken, ne? Eieieiei. Sollten wir nochmal überdenken, ob wir den abgeben wollen. Ne, der frisst viel Geld. Wir bekommen ja mit Proschwitz auch einen Knipser. Ja! 1:0 über Pauli. Mann, ist das geil, ey. Ja. Puh, geil. Und das Vorschauvertrauen wächst auf 19. Es ist Hammer. Puh. Ja. Geil, geil, geil. Kein Verein an Jula und Reich interessiert. Kacke. Ist Jula ist nicht mehr so schlimm. Reiche überlassen wir ja euch, ne? 5 Jahre Saison Frankreich geht vor die Portugiesen. Ja, Leute, gewiss auf den Fingernägeln gekaut habt ihr, wie ich die nach dieser Führung. Weil dann kam ja Pauli doch nochmal richtig auf. Schukalo ist wieder fit, weil er verletzt. Wir sind der Chef von Anime Beitsch, jo. Flamme Castrati läuft da noch. Wir beauftragen mal den Spielagenten und die geben wir dann jetzt für 200.000 ab, wenn ein Angebot reinkommt. So. Janos Laschok. Auch hier nochmal. Die sollen einfach mal ihre Verträge machen und dann läuft es auch schon. Jula, 390.000 Geld. Leute, der frisst viel zu viel, ey. Das geht gar nicht. So, einfach nochmal beauftragen. Die 3 Spieler können gehen. Puh, erstmal durchatmen, ey. Das war ja ein Ding, ey. Leute, 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 ey. Boah. Durchatmen. Meuselwitz ist an mir interessiert. Ja, ist ja schön für Meuselwitz. Ja, liebe Freunde, ruht euch aus. Ruht euch aus. Schnauft ein bisschen durch nach dieser packenden Partie gegen FC St. Pauli, nach diesem errungenen Sieg. Und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Ciao.